Wir haben ja schließlich auch nicht den ganzen Abend Zeit hier, ne? Sehen wir vielleicht schon jemanden? Irgendwo? Selbst wenn ich den ganzen Abend Zeit hätte, irgendwann würde meine Festplatte das nicht mehr mitmachen. So, komm, so lange müssen wir mal jetzt oben sein hier, oder was? Bei meinem Glück ist es jetzt auch noch gerade Nacht. Oder wir landen in einer Höhle. Nein! Was ein Scheiß! Gott! Wie dumm! Hör auf! Verflucht! Gut. Zweiter Versuch. Okay, es ist Tag. So, 6,5, 3, 9 und 10. Ich will jetzt nicht große Töne spucken, aber ich behaupte mal, dass Lisal nicht so PvP bewandert ist, außer sie hat 1000 Hunde, wie das wahrscheinlich jede Frau machen würde, weiß ich nicht. Kann ja gut sein. Das muss ich umdrehen. So. Oh, nö, ey. Jetzt fängt es an zu regnen. Nein! Oh, ja. So viel zum Thema Fackeln brauche ich jetzt erstmal nicht. Warte mal. So. Nee, wie gesagt, ich glaube mal, Lisal ist nicht so PvP bewandert, von daher schätze ich mal ein, oder ich hoffe mir einfach mal, dass das eine recht einfach zu besiegende Gegner ist. Ich krieg Hass langsam. Einfach zu besiegen. Boah, das kann doch echt nicht sein.
Und Tiska weiß ich nicht, mit ihren 6,5. Die hat wahrscheinlich auf jeden Fall Pfeil und Bogen ohne Ende. Beim Rest keine Ahnung. Es ist gar nicht so einfach nach oben zu kommen hier. Mein Mann, Mann. So, wo sind wir denn hier? Erstmal einen Überblick verschaffen. Sehen wir jemanden? Ich weiß, ich darf eigentlich kein Dings benutzen, aber... Hm. Sehen wir keinen, oder? Was ist das für komische Kartons? Der MATLAB ist dazu die Blöcke verteilt. Da hinten. Alter, was ist das? Ich weiß, ich hätte es nicht tun dürfen, aber... Hm. Wer ist denn das? Und wie machen wir das am besten? Mit Pfeil und Bogen, wa? Ich mach erstmal so. Gut. Wie hat er sich auf was? Nee, weiß ich gar nicht. Oh, da ist noch einer. Ach nee, oh. Muss ich aufpassen hier, dass das mal irgendwie so. Miese Geschichte, miese Geschichte. Ach, hier ist der Spawn. Ich weiß jetzt echt nicht, ob die beiden zusammenspielen. Ja, das wird, glaube ich, nichts mit einem Sieg, denn es wird auch schon wieder Nacht, davon ab. 2 gegen 1.
So. Bleiben wir die Nacht mal hier, wa? Ich hab noch zwei Pfeile. Oh, du hast gerade was verloren. Ich freue mich mal lieber nicht zu früh. Wer weiß, ich bin mir, ob ich nicht der Einzige, der noch einen goldenen Apfel in petto hat. Was ist da los? Verstehe ich nicht. Wieso kommt Tyska immer ins Finale? Das ist doch... Unfassbar. Aber ich vermute mal, wenn... ich kann mir vorstellen, dass sich das wahrscheinlich für sie gelohnt hat. Vielleicht war da noch ein Goldblock oder so, den sie unbedingt haben wollte. Ich weiß es nicht. Soll ich den Apfel essen? Den dritten Apfel in einem Match. Ja, komm. Wollen wir mal ein bisschen anheizen hier. Ha 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 ha.
Kann es jetzt mal aufhören zu regnen? Drei und vier. Ich weiß gar nicht. Ja gut, der Lava-Eimer. Das ist immer, glaube ich, eine ganz gute Taktik, wegzulaufen, vorausgesetzt der andere hinter einem hat keinen Pfeil und Bogen. Wegzulaufen, darauf zu warten, dass er einem halt folgt und versucht dann zu slayen und dann einfach einen Lava-Eimer vor die Füße zu kippen. Problem ist halt nur echt, wenn die Pfeil und Bogen haben. Oder ein Hund. Herrgott, das muss doch mal langsam hell werden draußen, oder was? Kann ja die ganze Zeit Nacht sein hier. Oh, nee. Jo. Oh, eine Spinne über mir. Aber die brauchten Gott sei Dank zwei Löcher, um reinzukommen. Wo bin ich? Ich bin 276-281. Ah.